Freunde, dieses Auto schafft mich. Jetzt wollten wir gerade losfahren. Was ist? Batterie alle. Jetzt ist der Klaus mal zu unseren freundlichen Nachbarn und hat gefragt, ob wir Starthilfe kriegen. Jetzt kommt er gerade wieder. Zum Glück haben wir ein Kabel dabei. Na, wir werden mal sehen. Es ist zum Kotzen. Ja, machen Sie. Das ist jetzt nicht wahr. Du willst nicht filmen, wie ich Starthilfe kriege. Wenn die Möhre nicht anspringt. Aber der qualmt jetzt bestimmt, wenn er kommt. So, wir fahren wieder, rollen und müssen jetzt erstmal die Batterie aufladen. Ein Dreck. Also langweilig wird es ein nie mit der Karre. Muss man schon mal so sagen. Vielleicht ist ja von einer Unmacht in der anderen. Also ist jetzt erstmal Inselrundfahrt angesagt. Und wissen nicht, was wir machen. Ja, doch. Was machen wir? Nach Cap Alcona gehen, fahren. Bloß wie? Mit der Bahn. Wir können mit der Bahn fahren. Wir können aber auch mit dem Rad fahren. Wie wär's dir denn lieber? Wie lange fahren wir denn da mit dem Rad? Nicht lang. Dann können wir mit dem Rad fahren. Kommt drauf an, wie sich der Winston benimmt. Mal sehen. Wenn nicht, fahren wir um und wir nehmen die Bahn. Soll ich die Räder runter tun? Das ist doch meine Ansage. Vielleicht esse ich noch eine Banane. Dann warte ich noch mit Rädern runter tun, bis du eine Banane gegessen hast. Willst du nichts essen? Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Vielleicht zwei Kekse. Keine gekauft. Kaffeesahne. Ja, ich habe mich eh schon im Laden gewundert, wozu du denn eine Einkaufsliste gemacht hast und dann nicht drauf guckst. Weil du gesagt hast, wir brauchen sie nicht. Das ist ein Unsinn. Du hast sie geschrieben, weil du kannst da drauf gucken. Du hättest auch das Hundefutter vergessen. Richtig. Nee, dann gibt's keinen Kaffee. Scheiße. Schon mal nach dem Auspuff geguckt, wo sind die alle hin? Ja. Die ganze Bumme ist alle weg. Ich wollte nur einmal hier, die anderen Plätze waren frei. Und der ist weggefahren hier. Ich habe schon mal nach dem Auspuff geguckt, sieht gut aus. Hält der Auspuff? Ja. Bombenfest. Zeig her. 100 Jahre, Moment. Ja, sieht doch ganz gut aus. Hab ich doch gesagt. Kommen wir noch durch den TÜV. Ja, da kommen wir noch durch den TÜV durch. Hab ich auch schon so gedacht, da kommen wir noch durch den TÜV. Guck mal hier. Wenn ich hier wacke, bombenfest. Ja, wie sag ich? Meine Bandage. Wie sag ich immer so schön? Ein Provisorium hält 100 Jahre. Genau. Nichts hält so lange wie ein Provisorium. Richtig. Marinebunkeranlage, aber irgendwie ist alles hier zu. Hier ist Cap Alcona. Warte mal. Hinten ist der Leuchtturm. Hinter wo der Kopf, Klaus gerade seinen Kopf davor hat. Zedern. Den Kopf meine ich nicht. Ich meine ja, wir wissen jetzt nicht so richtig. Erst einmal bin ich witzig warm angezogen. Ich schwitze wie Huberts. und dann wissen wir jetzt gar nicht so richtig, was wir machen wollen. Nee, das ist richtig. Wir werden vielleicht erstmal in das Fischerdorf fahren.
Wetter ist nicht so optimal, aber immerhin wieder mal, es regnet zum Glück nicht. Winston ist hier ständig auf Exkursionskurs auf allen möglichen anderen Vierbeiner, macht da Jagd, na gut, hat er jedenfalls seine Freude. Gelesen, Winston? Seeungeheuer. Wo ist das Seeungeheuer? Also nicht das, sondern das hier. Das ist das Seeungeheuer. Oh mein Gott, jetzt habe ich aber Schreck.